was bisher geschah. Und so geht's weiter. Bethany Freundschaft, Carver Feindschaft. Natürlich, liebster Bruder, was hast du eigentlich gegen mich? Sind wir Rivalen, kann das sein? Bin ich deine große oder deine kleine Schwester? Das würde mich auch nochmal interessieren. Ich komm mir so vor wie die große Schwester. So, du bist eher nicht tanky, habe ich das Gefühl. Weißt du was, mir? Geh mal volle Stärke. Kriegstreiber. Kann ich gar nichts weiter skillen. Steimer. Der Krieg nimmt eine Haltung ein, kann dadurch kurzzeitig Schaden abschütteln und angreifende Feinde zurückstoßen. Klingt jetzt eher tanky-mäßig. Das ist zweihändig. Er ist aber nicht Zweihänder, oder? Meine Fresse, was soll ich denn? Das ist verspotten, habe ich das gerade hier verhöhnt. Ja, das ist tanky. Dann ist er doch tanky. Goddammit. Schlachtmeister. Ich kann ja eigentlich nur zwei Sachen bei ihm skillen. Weißt du was? Dann eben die Haltung hier. Ach so. Ja, den sparen wir uns denn, weil der bringt mir ehrlich gesagt bei dir gerade nichts. Du könntest mal heilen. Das fände ich super. Den sparen wir uns auch, beziehungsweise eigentlich kannst du das hier machen. Ich glaube, mit dem anderen konnte man die zurückschlagen oder so. Warum ist sie denn immer noch hier? Ah, okay. Ein bisschen mehr Willenskraft. Du als Heilerin. Du bleibst erstmal so. Und sie ist... Sie ist definitiv Tank. Goddammit, dann hätte ich das ja bei ihm gar nicht skillen müssen. Können wir bei dir vielleicht nochmal... Zack, du bist automatisch Verteidiger. Dann bist du natürlich kein Verteidiger, du bist Schläger. Und du bist Vernichter. Kannst du vielleicht eher Heiler sein? Das ist schön. Heilung, Heilung. Aggressiv. Sind die alle aggressiv? Aha. Gut. Gut, gut. Von mir aus. Mit R kann ich wieder alles aufsammeln. Das ist schön. Da hinten hatte ich was übersehen. Genau. Also so erstmal muss ich sagen, sieht das alles sehr vielversprechend aus. Ich finde es nur kacke, dass ich meinen Hund nicht benennen darf. Und dass meine Mama immer zurückbleiben möchte, offensichtlich. Und dass das hier so gar nichts irgendwie mit der Umgebung von Lovering zu tun hatte, wie ich sie in Erinnerung habe. Aber das ist wahrscheinlich, weil die dunkle Brut hier auch schon durchgeflasht ist. Und kommt es mir nur so vor, oder mache ich unverschämt viel Schaden an diesem kleinen Vieh? Das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ist übrigens alles auf normal gestellt. Du hast einen Trank erhalten. Das heißt, ich bin hier jetzt nichts Besonderes, weil ich auf leicht gestellt habe oder so. Ist alles normal wie immer. Aha, die kommen also in Phasen. Nicht so wie in dem anderen Spiel, wo sie einfach schon vorgefertigt da waren. Die hier kommen immer in Phasen. Goddammit, komm her. Greif ihn an. Das weiß ich noch nicht, wie mir das gefällt. Vielleicht ist es auch nur an dieser Stelle so. Auch das Level ist extrem schlauchi-schlauchi. Aber es könnte auch nur sein, weil es der Anfang ist. Wir warten mal ab. Du noch bitter bereuen. Brenn! Das klingt ein bisschen wie ein Lichtschwert. Sag mir bitte, dass es vom Spiel ist und nicht, dass sie eine Mod installiert hat, dass es klingt, als wäre ich Darth Vader. Come on. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder scheiße finde, muss ich gestehen. Oh, oh, die greifen auch was an. Ja, ja. Kommt hier. Brennt, ihr Schweine. Ah, Mama kommt jetzt mit. Wo ist eigentlich Wesley? Wesley bleibt ganz weit zurück. Der bleibt da einfach stehen, weil er wahrscheinlich nicht rennen kann. Ach, da ist er. Jesus, Maria und Josef. Gut. Also bis jetzt muss ich sagen, das Kämpfen ist deutlich, deutlich, deutlich anders. Viel actionreicher gefühlt. Kann ich eigentlich rauszoomen? Nee, kann ich nicht. Also kann keine Vogelperspektive machen wie bei dem anderen Ding. Na gut. Die Musik kommt mir unanständig laut vor. Ich kann es nicht einschätzen. Goddammit. Wird es nicht langweilig. Oha. Nee, das war die falsche Taste auch. Wuhu! Hast du das gesehen? Mag mich meine Schwester vielleicht mal heilen? Ist nicht so ihr Ding, offensichtlich. Okay, das mit den Heilen funktioniert noch nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Obwohl sie das eigentlich tun sollte, können müssen. Ah Gott, die müssen mehr in mir stehen. Oh mein Gott. Heilt sie mich gerade, oder? Wieder einer für mich. Wir zählen doch mit, bevor sie Zeit haben, sich neu zu formieren. Wir müssen die Wildnis erreichen. Chill mal eine Sekunde, ich habe ein Level up.
Yay. Das geht ja schnell. So, bestätigen. Darf ich da noch was machen? Krieg immer 2 Fähigkeitenpunkte pro Level ab. Das erscheint mir irgendwie hardcore. Muss ich gestehen. Will ich eine Stein? Ich will eigentlich eine Arkane-Rüstung, wenn ich ehrlich bin. Magieband, das will ich eigentlich auch nicht. Aha! Arkana-Schild. Der Magier schafft eine Schützenaura, die gegnerische Angriffe abwehrt, solange dieser Modus aktiv ist. Verteidigung plus 40%, reserviert 20% des Manas. Ist also ein ähnliches Prinzip wie bei dem anderen. Du bist mein liebster Bruder, dem ich immer noch keinen Fähigkeitenpunkt verteilen darf. Aha. Knaufschlag. Hier kann ich noch nicht. Tapferkeit. Okay, das ist... Was benutzt du denn eigentlich für Waffen, wenn ich fragen darf? Wo sehe ich denn ihre Ausrüstung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich mache das jetzt einfach nach Gefühl, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, was ich hier sonst machen soll. Hat sie irgendwie einen mehr als er? Tatsächlich. Was hat sie denn mehr als er? Sie hat keinen Spire und Waffen. Dafür hat sie das hier. Behüter. Aha. Und noch was. Waffe und Schild. Ach, dann hat sie wahrscheinlich Waffe und Schild. Okay. Schildschlag. Zerstreuung. Aber dann wäre es doch eigentlich auch gut, wenn sie so eine Stellung einnehmen könnte hier. Was ist das? Verteidiger. Ja, sag ich doch. Das ist... Okay. Klingendrehung. Viele Krieger ziehen es vor, die Treffer des Gegners einfach hinzunehmen, aber manche wehren den Schaden lieber ab. Dieser Muss kann nicht parallel mit elementarer Aegis eingesetzt werden. Das Geheimnis zur Abwehr der Elemente ist die Rüstung. Sie muss zwischen dir und der Entladung der Kräfte stehen. Der Krieger hat das verinnerlicht und ahnt magische Kräfte im Voraus. Dieser Modus kann nicht parallel mit Klingendrehung eingesetzt werden. Aha. Das ist also je nachdem, welchen Gegnertyp du bekämpfst. Der Krieger nimmt eine stabile Haltung ein, kann dadurch kurzzeitig Schaden abschütteln und angreifende Feinde zurückstoßen. Machen wir mal. Das andere kann ich einfach noch nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Und dann, warum nicht Waffe und Schild? Hier, kannst auch noch einen Schildschlag machen. So. Aber dass sie nicht heilt, finde ich komisch. Ich habe es eingestellt und trotzdem verweigert sie sich. Vielleicht will sie, dass wir sterben. Vielleicht ist sie unsere eigentliche Rivalin. Lalala. Toter Flüchtling. Aha. Dann braucht ihr das ja alles nicht mehr, nicht wahr? Gibt es hier eigentlich noch Schlossknacken? Über die... Oh, das ist viel, viel besser, als wenn ich ständig im Kodex nachlesen muss. Yeah! Die Kossari-Wildnis. Über die Chasen und die Kossari-Wildnis. Es heißt, mitten während der schwarzen Zeit, als Werwölfe in solcher Zahl für Rellenheim suchten, dass die Bauern in den Häusern blieben und jeder Hof einen Hund hatte, habe sich ein mächtiger Aal der Almari erhoben und geschworen, er werde der Bedrohung ein Ende bereiten. Sein Aaltum lag an der Grenze des dunklen Waldes, in den südlichen Ausläufen des Tals von Ferelden, und er behauptete, die Werwölfe würden ihre mitternächtlichen Angriffe auf die Menschen in diesem Wald vorbereiten. 20 Jahre lang führte der eine Armee von Kriegern und Hunden tief in den Wald hinein. Er schlug bei seiner Jagd auf Werwölfe nicht nur jeden Wolf, sondern auch alle vom wilden Volk der Chasend. Jeder von ihnen, so sagte er, könne ein Dämon in sich beherbergen und womöglich ein getarnter Werwolf sein. 20 Jahre lang hallte der Wald wieder von Schreien und die Flüsse führten rotes Wasser. Der Legende zufolge fand eines Tages eine alte Frau der Chasend alle ihre Söhne tot auf, durchbohrt von den Schwertern des Aals. Sie zog eine der Klingen aus dem Herz eines ihrer Söhne, steckte sich in die eigene Brust und verfluchte dabei den Aal. Als ihr Blut den Boden berührte, erhob sich ein Nebel. Er legte sich über den gesamten Wald. Die Armee des Aals verirrte sich und man erzählt, sie seien alle dort gestorben. Andere behaupten, sie würden immer noch herumwandern. Die Ruinen des Altums stehen heute noch und in ihnen warten die Geister von Frauen bis in alle Ewigkeit auf die Rückkehr ihrer Ehemänner. Bei dem Wald aus dieser Legende handelt es sich natürlich um die Kossari-Wildnis. Es gibt über den großen Wald im Süden ebenso viele Geschichten, wie es dort Schatten gibt, so sagt man. Das wilde Volk der Chasend lebt dort, seit der Mensch das Land zum ersten Mal betreten hat. Die Wildnis reicht noch viel weiter in den Süden, als die meisten Menschen vermuten. Jenseits des Nebels liegen schneebedeckte Gebiete, Berge mit weißen Gipfeln und weite Felder aus Eis. Es ist zu kalt, als dass Menschen überleben könnten, und doch haben sich die Chasend auch dort angesiedelt. Sie erzählen von Schrecken, die sich die Bewohner der Ebene nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Die meisten sind der Ansicht, dass Ferelden mit der Kossari-Wildnis endet. Dahinter ist nichts mehr. In der Wildnis gibt es große Bäume, feuchte Marschgebiete und gefährliche Monster. Was soll man dazu noch sagen? Aus Land der Wildnis vom Volk, bla 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 bla. Interessant. Cool. Ja, ich glaube, ich werde sowas jetzt direkt vorlesen. Weil es sich einfach anbietet. Ja, Entschuldigung. Ja, ich finde es halt interessant. Und ich hatte keinen Bock, den ganzen Kodex immer vorzulesen. Hatte ich nicht gerade ihr Level abgemacht?
Wann ist sie jetzt ein Level abgegangen? Level abgegangen klingt auch immer so scheiße irgendwie. So, denn, na, wenn du drauf bestehst, heldenhafte Aura. Und das. Du bist voll meine Heilerin. Das kann ich jetzt schon bestätigen. Und du kriegst mehr Stärke als alles andere. Ich habe gerade entschlossen, dass du gar kein Verteidiger bist. Du bist eher so ein Vorreiter. Ich weiß auch nicht, was für eine Waffe er benutzt. Taktiken, Resistenzen. Wo sehe ich denn Taktiken? Wo sehe ich denn... Ah! Ha, 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 ha! Er benutzt einen Zweihänder. Sehe ich das gerade richtig? Langstahl. Ja, Zweihänder. Die Zweihänder. 5 Schaden Kälte. 5 Schaden Feuer. Links ist das, was ich habe. Rechts ist das... Ja, ausgerüstet. Okay, ja, ich mache ja mehr Feuer als alles andere. Du kannst... Ich glaube, du hast auch einen Feuerball. Dann behältst du das einfach mal. So. Gut. Ja, ich wollte ja nur mal gucken, was er so hat. Dann, jetzt wo ich weiß, dass er einen Zweihänder hat... Stufenaufstieg. Fähigkeiten. Können wir ja auch... Der Krieger springt in den Donner mit der Normalwucht auf seine Gegner herunter. Griff des Riesen. Von mir aus. Hier. Achso, eine Fähigkeit haben wir noch. Verhöhen brauchst du nicht. Knaufhieb kannst du nochmal machen. Schön. Jetzt sind wir bei ihm auch fertig. Resistenzen? Aha. Tapferkeit. Tapferkeit bestimmt die Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Kraft und Elementargewalt. In Charakter mit geringer Tapferkeit kann zu Boden geworfen und durch Elementargewalt-Effekte zum Beispiel in Brand gesteckt werden. Aha. Gut zu wissen. Kodex aktualisiert. Den haben wir aber immer noch. Das ist ja schön. Der Erbauer schenke mir Kraft. Oh. Bethany! Es geht los! Bitte was? Oh mein Gott! Hat er gerade... Die ist nicht tot, oder? Ich könnte gar nichts dagegen tun. Übrigens, vielleicht sollte ich einfach mal mein Schild aktivieren. Was ist das hier eigentlich? Ach, das sind meine Schnellheilungen. Ich weiß nicht, warum ich diese Attacke da unten mache. Go, kleiner Wauwau. Wenn jetzt meine Heilerin schon tot ist, raste ich aus. Dann noch lieber den scheiß unnützen Tank. Krieger, was auch immer. Come on. Bethany, wach auf. Die Schlacht ist vorüber. Alles ist gut. Es tut mir leid, Herrin. Eure Tochter ist von uns gegangen. Nein, diese Dinger werden Bethany nicht bekommen. Sie ist tapfer gestorben. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um zu trauern. Reiß dich zusammen. Ja, aber sie ist so sinnlos gestorben. Warum? Warum? Weißt du? Also, Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum jetzt unterschiedliche Dinger hier sind. Sehr komisch, ich dachte, das wäre immer dasselbe. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um zu trauern. Ja, das können wir tatsächlich später noch machen. Sollten wir mit unserer Trauer nicht vielleicht warten, bis wir in Sicherheit sind? Sprich du mir nicht von Trauer. Das alles ist deine Schuld. Wie konntest du nur zulassen, dass sie einfach so angreift? Oh, mein armes, kleines Mädchen. Meine Süße. Wenn wir noch länger hier rumstehen und weinen, wird sich die dunkle Brut auch noch den Rest von uns holen. Gestattet mir, die Seele eurer Tochter in die Obhut des Erbauers zu übergeben, Herrin. Wir stammen aus der Asche und werden zur Asche. Erbauer, gewähre dieser jungen Frau einen Platz an deiner Seite. Lass uns Trost finden in dem Wissen, dass sie in der Ewigkeit Frieden gefunden hat. Ich werde dich niemals vergessen, Bethany. Ehrlich jetzt? Mehr können wir nicht tun. Sie wird nicht allein sein. Genug Zeit verschwendet heute. Sie wird auf jeden Fall nicht allein sein bei all denen, die hier gestorben sind. Zumindest hat Vater jetzt wieder Gesellschaft. Bei den Flammen. Es ist zu spät. Macht euch bereit! Die ist jetzt ernsthaft tot, ja? Also unwiederbringlich tot. Direkt am Anfang des Spiels. Hätte ich dagegen irgendwas machen können? Nee, oder? Das war eine Zwischensequenz. Das war einfach so, wie es ist.
damn it. Darf doch nicht wahr sein. Nimm mal eine Sekunde, bitte. Das wird ein Kinderspiel. Ehrlich, das hat nur ihn getroffen? Die nehmen kein What the fuck? Ende. So, so. Was haben wir denn hier? Früher hatten wir so gut wie nie Besucher in der Wildnis, doch nun scheinen sie geradezu in Horden zu kommen. Wer zur Hölle ist das? Was macht die alte Frau hier, die sich in Drachen verwandeln kann? Du willst mir aber nicht erzählen, dass es Flammeth ist. Wenn das Flammeth ist, dann... Ohne Scheiß gehe ich zurück zu Origins und töte sie noch dreimal. Danke für unsere Rettung. Nettes Kunststück kommt nicht näher. Nettes Kunststück? Beeindruckend. Wo habt ihr gelernt, euch in einen Drachen zu verwandeln? Vielleicht bin ich ja ein Drache. Falls dem so ist, könnt ihr euch glücklich schätzen, dass der Geruch von brennender, dunkler Brut nicht besonders appetiterregend ist. Falls ihr übrigens auf der Flucht vor der dunklen Brut seid, solltet ihr wissen, dass ihr die falsche Richtung einschlagt. Ihr wollt uns einfach hier zurücklassen? Warum denn nicht? Ich hatte einfach gesehen, wie ein mächtiger Oger besiegt wurde und wollte wissen, wer wohl zu einer derartigen Leistung fähig sein mag. Doch nun ist meine Neugierde gestillt und ihr seid in Sicherheit. Zumindest vorerst. Ist das denn nicht genug? Gerade fällt mir ein, das ist ja, haha, Zeitlinie, Ninchen. Die kann ja noch gar nicht tot sein. Bei Lovering ist ja gerade erst gefallen. Das bedeutet, ich lerne ja sie quasi erst kennen. Oder hab sie gerade kennengelernt. Oder nee, sie hat uns ja befreit. Nee, sie hat uns gerettet aus Dagger. Das heißt, ich habe sie schon kennengelernt. Und sie hat mir ihre Tochter mit auf den Weg geschickt. Genau. Das heißt, es dürfte noch kein Fall der Zeitpunkt sein, wo ich sie umgebracht habe. Okay. Aber sie sieht hier einfach mal 100-mal anders aus, als wie wir sie kennengelernt haben. Es ist hier total die kompetente Drachen-Ische und bei uns eine alte, kränkliche Frau, die irgendwie seltsam ist. Aber na gut. Wir sind ja auch nicht der Held von Faraden, von daher muss er sich ja nicht so tarnen, offensichtlich. Wir müssen hier weg. Ich will ein Drache sein. Ich will ein Drache sein. Wir kommen zurecht. Kannst du mir zeigen, wie ich ein Drache sein kann? Ihr könntet mir vielleicht noch euer Kunststückchen beibringen. Es wirkt ziemlich nützlich. Ich würde sagen, das ist es tatsächlich. Für eine Magierin seid ihr ziemlich gewitzt. Sagt mir, mein kluges Kind, wie gedenkt ihr, der Verderbnis zu entfliehen? Wir gehen in die freien Marschen, nach Kirkwall. Kirkwall? Oh je, da habt ihr ja eine ganz schöne Strecke vor euch. Ihr nehmt so einen weiten Weg auf euch, nur um vor der dunklen Brut zu fliehen? Wir haben dort Verwandte, das muss sie ehrlich gesagt nicht wissen. Was würdet ihr denn vorschlagen? Wir können sonst nirgendwo hin. Hört jemand dieses Geräusch im Hintergrund, als würde jemand da was wegschippen? Das ist irgendwie irritierend. Wir können sonst nirgendwo hin. Was wäre denn ihr Vorschlag? Habt ihr vielleicht einen besseren Vorschlag? Ich habe gehört, die tiefen Wege seien jetzt frei. Oh, ich mag euch. Ihr wurdet ins Chaos geschleudert und kämpft. Und die Welt wird vor euch erzittern. Ist das Schicksal oder Zufall? Ich kann mich nie entscheiden. Aber offenbar lächelt das Glück heute uns beiden zu. Ich könnte euch möglicherweise erneut helfen.
Offensichtlich mag sie es, wenn wir sarkastisch sind. Passt auch sehr gut zu Flemmer, muss ich sagen, wie wir sie kennengelernt haben. Wie können wir euch trauen? Gar nicht. Kann ich dir auch so beantworten. Wir könnten die Hilfe brauchen, einfach so. Was ist die Gegenleistung? Die Sache muss doch irgendeinen Haken haben. Es gibt immer einen Haken. Das ganze Leben besteht nur aus Haken. Ich schlage vor, ihr schnappt den noch zu, solange ihr noch könnt. Können wir ihr überhaupt trauen? Wir wissen doch nicht einmal, was sie ist. Ich weiß, was sie ist. Sie ist die Hexe der Wildnis. Ja, manche kennen mich unter diesem Namen. Andere nennen mich Flemmes, Ashabellana oder ein altes Weib, das zu viel redet. Aber ist das wichtig? Ich biete euch an, eure Gruppe an der Horde vorbeizubringen, wenn ihr dafür eine kleine Lieferung übernehmt, die beinahe auf eure...